Hey, wunderschöne Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Village Chibo Update. Während ihr dieses Video schaut, sind wir schon wieder auf dem Weg nach Hamburg zurück. Leider. War eine schöne Zeit und ich möchte auch ganz gerne noch mal zwei Sätze zur polnischen Hochzeit da lassen. Denn sehr viele Leute haben mich gefragt über Social Media, so, oh, wie ist das gelaufen? Wir haben ja auch ein bisschen geteased, sodass das gut ein bisschen gefährlich, riskant für mich sein könnte. Aber nein, ganz im Gegenteil, es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe den Vibe, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr geliebt, weil die Leute alle... Kann natürlich auch an dem Gewissen etwas gelegen haben. Aber nee, es waren alle einfach super gut drauf, super viel Spaß gehabt. Ja, sehr herzlich. Ich finde super herzlich. Polen sind sehr speziell, herzliche Menschen. Was mir so aufgefallen ist, dass wir extrem viel getanzt haben. Schon der erste Song. Also es war wirklich. Wir sind reingekommen, haben Stollat gesungen. Die haben sich geküsst. Das Brautpaar hat quasi die Tanzfläche eröffnet mit dem ersten Tanz. Ja. Und danach direkt die ersten Leute, wir unter anderem, wir waren auch direkt am Start. Und ich kann richtig gut tanzen. Ich auch. Aber trotzdem, ja, wir haben auf jeden Fall uns festgenommen, dass wir so einen Tanzkurs machen möchten. Ne? Ja. Damit wir so ein bisschen, also einfach dieses Paar-Dancen, ne? Weil das Ding diese ist, wir können, ja. Polnischen ist das ja auch kein Standard, das ist ja einfach so ein Drehtanz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da wird einfach immer nur gedreht. Two-Step, Two-Step, bisschen zick, zick, zick und gedreht. Ja. Aber halt einfach, dass man im Paar harmoniert. Ich habe das nie gelernt, also bei mir ist es eher so, ich kann eher so auf Party tanzen. Zu Hip-Hop. Aber dann war es den auch hatten schon. Wir oft, ey. Leute, ihr könnt ja mal gerne in den Kommentar schreiben, wie das bei euch war. Habt ihr schon Erfahrung gemacht? Habt ihr selbst schon geheiratet? Könnt ihr tanzen? Ja. Wart ihr schon auf irgendwelchen krassen Hochzeiten? Also wir haben gar nicht so viele Vergleichshochzeiten jetzt zum Beispiel. Wir haben einige Hochzeiten in Deutschland, aber echt verhältnismäßig relativ wenig. Ja, und diese eine in Panama, wo wir waren. Ja. Von meinem Kumpel Julio. Und ich war vor einer langen Zeit auch auf einer polnischen Hochzeit, wo ich auch Trauzeugin war von Nati. Ganz liebe Grüße an dich, Nati, falls du das Video siehst. Meine andere Cousine, sie guckt auch. Jetzt ist aber auch gut. Zwei Tage hat gereicht. Jetzt und ich bin auch echt fertig, muss sagen. Ne? Auch mir ging es super und alles schön. Ich habe ja nicht getrunken. Alle haben mich gefragt, ob ich getrunken habe. Ich dachte, okay, ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage? Nein, ja nicht. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall merke ich das aber trotzdem schon. Gerade jetzt so ab Mittag merke ich einfach, ich bin gut platt. Und dementsprechend freue ich mich, wenn dieses Video abgedreht ist und ich mich hinlegen kann. Deswegen kommen wir direkt zum ersten Grußkommentar. Herr Graspirat hat geschrieben, hey ihr zwei Frohnaturen. Zu dem Thema mit der Tochter kann ich nur eins sagen. Wenn deine Tochter sagt, Papa, das will ich haben, kannst du das bauen, dann tust du es. Auch wenn später vielleicht ein kleiner Racker mit rumgeistert auf Lomski, dann wirst du auch für ihn alles tun, da es eure Kinder sind. Natürlich gibt es auch Grenzen, aber bei dem Thema Bett musste ich echt schmunzeln. Habe vor kurzem ein Bett für meine Prinzessin gebaut. Stay positive und weiterhin viel Erfolg auf eurem Weg. Eure Videos sind jede Woche ein Muss bei mir. Villa Chibo, Lomski, Team Chipski. Geil. Auch komplett infiziert. Für die Leute, die gerade ein bisschen verwirrt sind im letzten Video, an dieser Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch. Danke. So geiles Feedback zu den Betten gegeben habt. Der liebe Graspirat hat das letzte Bett gemeint, was natürlich diese tortenähnliche Prinzessin Burg war. Und ja, wahrscheinlich, wenn unsere Tochter und mich oder uns mit großen, kullernden Augen anschauen wird, dann würde ich sowas wahrscheinlich auch bauen. Ja, ich feiere das einfach, dass unsere Community mittlerweile so groß ist, dass wir Eltern mit am Start haben, Schwangere mit am Start haben und viele reife Personen auch. Natürlich auch viele Jugendliche, was auch geil ist, aber ich feiere das einfach, dass die so vielfältig ist, so positiv, so reif. Deswegen, lieber Graspirat, ganz viel Liebe hier aus Polen. An dich, mein Lieber. Schön, dass du ein Teil unserer Community bist. Auch an deine Familie natürlich. Ja, an deine kleine Prinzessin. Falls unsere Prinzessin dann ein Bett haben möchte, vielleicht baust du ihr das dann einfach. Ja, komm vorbei, die Linus, los. Vielleicht kannst du Cheng ein bisschen zeigen. Ein Graspiratenfischschiff vielleicht. Wo der Hammer hängt. Moment. Das klingt irgendwie komisch. Wir werden aufgrund dessen, das ist Zabrutski. Zabrutski, Alter, es wird immer weiterentwickelt, ein bisschen müde ist und ein bisschen Schmerzen hat, werden wir heute richtig Gas geben. Wir haben geile Bilder bekommen. Ja, von einem Zuschauer. Der gerade mit seiner Freundin, der liebe Flo, der gerade vor Ort ist und super geile Bilder lustig gemacht hat. Gestern hat mir auch jemand oder hat uns markiert in seiner Story, der liebe David, der ist auch unten an dem Weg vorbeigefahren und hat einmal nach oben gefilmt, auch einmal rangezoomt in unserer Villa. Das heißt, ja, eigentlich witzig. Sind gerade zwei Zuschauer von uns da. Und dann habe ich mir noch seine Story so angeguckt, dann waren noch Silom Belanak und jetzt geht's weiter auf die Gili Islands und ich die ganze Zeit, boah, so Bock da jetzt auch zu sein. Ich habe einfach gemerkt, dass ich selber einfach diese Sehnsucht so nach Lombok habe und es kaum erwarten kann, wirklich da auch zu sein. So, lieber Flo,
Plus-Freundin. Ich habe leider, ich habe nochmal geguckt, aber ich habe nicht gefragt, wie deine Freundin heißt. Aber das kannst du ja mir dann nochmal schreiben. Euch beiden auf erstmal vielen lieben Dank. Euer Kanal Pure Nature Travel ist auch hier überall verlinkt. Könnt ihr dann auch nochmal auschecken. Ich muss sagen, du hast die Bilder ja selber noch nicht gesehen. Nein, deswegen. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Eins hast du mir gezeigt, wo die beiden drauf waren. Ja, ja, genau, wo die beiden drauf waren. Die haben sich extrem viel Mühe gegeben. Das habe ich derbe gefeiert. Flo? Ja, mega süßes Pärchen. So, ich will aber noch nicht... Schönes Lächeln. Ich liebe einfach Menschen, Anblick, die lächeln, weißt du? Weiß nicht, wo die beiden sich hier gerade befinden, aber die schießen durch so Palmen durch. Wahrscheinlich ein sehr teliges Objektiv. Sieht geil aus. Die haben aber sogar Flaggen schon. Indonesische Flaggen. Wenn man die einmal umdreht, dann haben wir die polnische Flagge. Ne? Wie merkst du dir das? Weil ich habe am Anfang habe ich Schwierigkeiten gehabt, mir die polnische oder den Unterschied zwischen der polnischen und der indonesischen Flagge zu merken, weil das ist ja quasi einmal rot-weiß und einmal weiß-rot. Ja. Wie merkst du das? Hast du eine Eselsbrücke? Es gibt so einen Song. Polska Biało Czerwoni. Ah, Biało Czerwoni, ja, genau. Und okay, aber man zählt weiß immer von ich oben immer runter. Rot und dann weiß und dann rot. Ich denke mir immer, beim Bier ist die weiße Krone auch oben. Deswegen ist weiß bei der polnischen Flagge oben. Okay. Ich finde ich mega lustig. Funktioniert. Ja. Danach konnte ich mir das merken. Vor allem, wenn du dann hier, wie in Polen, ganz viele trinken ja das Bier mit Sirup, so wie meine Mama, ja, dann stimmt. Ist das auch rot. Dann ist Bier. Es auch weiß-rot, ja, tatsächlich. Guck mal, hier sind die beiden unten irgendwo unterwegs gewesen. Ich habe zuerst gedacht, das wäre vielleicht von Lansing Beach durch diese Palmen durchgeschossen vom Strand. Nee. Aber das ist unten bei dieser Wohngemeinschaft. Genau, das ist hier ist die Straße und die sind hier dann hier quasi, genau. Ja. Ich glaube, die Leute, die hier wohnen, denen gehört diese Kokosnussplantage hier unten. Ja, could be. Die betreiben das. Kann echt krass, auch sogar ne? sein, dass die dann da vorne am Lansing Beach das kann sehr diese gut Bude sein. Haben da und diese Liegen vermieten, was auch übrigens mega günstig ist. Du bezahlst für den ganzen Tag, keine Ahnung, 1 Euro oder sowas, hast noch eine ja. Kokosnuss mit dabei. Hier ein kleiner Shot in die andere ja. Richtung. Auch sehr durch schön. Durch die Palmen, die Liegen, von denen du gerade gesprochen hattest. Ja, ist halt einfach so wundervoll. Ja. Ich liebe einfach diesen Strand. Und muss ja auch sagen, dass sie jetzt gerade in diesem Augenblick, ich glaube sogar die trockenste Zeit überhaupt auf Lombok ist. Ne? August, ist ja. Ist ja richtig ausgetrocknet. Ja, ich glaube so, ja, September. Ich habe heute einen Bericht gelesen, der Juli war der heißeste Monat weltweit, der ever recorded wurde. Ja, und dann erzählen sie uns, es gibt keine Erde mehr. Das ist richtig. Wow, welcome Tampa Hills. Voll schön, ne? Ich weiß gar nicht, ob... Ich glaube, ich hatte nur mal ein Bild gesehen, wie die es gerade neu gemacht haben, aber noch nicht im fertigen Zustand. Sieht ein bisschen aus wie Hillies. Tampa Hillies. Ich finde, das sieht aus wie so eine Oase. Chibo! Es gibt ein Chibo-Schild. Wow, Freunde. Flo, das haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, das haben wir noch. Wurde uns nicht zugeschickt. Vielen lieben Dank, Flo. Achso, das Foto. Ich dachte, als ob dieses Schild jetzt zuschicken. Nee, aber ich glaube, wer hätte uns Jacob sowas geschickt, hätten wir uns gefreut. Sehr, ist wirklich cool. Mega geil. Stage 1, Stage 2, Spa. Oh, der Spa-Bereich, Freunde. Auch schon geplant. Hier oben wahrscheinlich gerade an der Abzweigung auf dem Weg zu unserem Lot. Ja, da wo man schon so runterschauen kann. Kreisel ist, ne? Und Baustelle Chipski. Aber wie geil. Dann haben wir die letzten Fotos von weiter, glaube ich. Nein, du denkst, das ist das Fundament. Das ist zweite Etage oben. Das ist jetzt der Boden, wo wir dann später quasi über die Brücke zu unserem Wohnbereich kommen. Unser Bereich. Ja. Freunde, guck mal, jetzt freue ich mich richtig. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Oh, wir beeilen uns. Ich kann mich nicht so anspannen, weißt du, immer, wenn ich mich so freue und lache. Wow. Cool, ne? Wow, voll geil, jetzt haben die auch ein bisschen Schatten. Da drunter schon, oben drauf halt leider noch nicht. Ja, aber das dachte ich mir immer so, die Armen. Aber du siehst jetzt, guck mal hier, deren Pipeline, hier haben sie schon verlängert und jetzt wird oben schon gegossen. Die haben jetzt das gesamte Becken, nenne ich das jetzt mal, ist wahrscheinlich falsch ausgedrückt, aber da, wo halt das neue Fundament drin gegossen wird. Ich glaube noch nicht, dass die hier angefangen haben, das sieht noch sehr leer aus. Ja. Aber ich denke mal, in hier, den Bewährungsstall haben die ja schon wieder gesetzt und da wird es jetzt reingekippt. Mega. Cool, ne? Ist bald soweit. Scheiße, und schau mal. Wir müssen noch so lange warten jetzt. Lange? Erstmal nur noch 12 Wochen, bis das Baby kommt. Ja. Und dann haben wir eigentlich nur noch einen Monat, bis ich das... Ich bin übrigens seit heute in der 28. Schwangerschaftswoche. Das ist wirklich stark, ey. Ich finde einfach, das sieht so riesig aus. Ich habe auch meinem Cousin und Tante, Onkel so diese Fotos gezeigt. Die sagen auch, Digga, was baut ihr da? Also, Digga, was baut ihr da, haben die sicher nicht gesagt. Grubbe. Grubbe, Grubassik. Nee, aber wirklich, was baut ihr da? Das sieht ja aus, als würdet ihr da ein Hochhaus einfach bauen oder eine Lagerhalle, so haben die gesagt. Hier außen siehst du die Pfeiler, die beiden. Und hier, guck mal, komplett sunken sofa area, Pool. Aber hier wird ja auch noch, das wird ja alles noch so nach vorne. Das Fundament wird in diesem Bereich sein und dann werden die Holzlatten noch weiter rausziehen.
dass du auch so einen schönen Schatten hast. Genau. Geil. Hier nochmal von der Seite. Was ich an diesem Foto ganz geil finde, ist, hier siehst du halt die Absturzstelle hinter dem Infinity Pool nach unten. Ich bin echt mal gespannt, wie das hier mit der Außenfassade des Poolbereichs da sein wird später. Bleibt das so? Weil irgendwie ist da jetzt noch so ein bisschen Beton auf Verschmierbasis, so provisorisch drüber gelegt. Aber das sieht ja schon sehr ähnlich aus wie bei Jacob in der Villa Sorgas. Das ist ja auch so. Das ist einfach dieser Naturstein. Und der nimmt ja auch noch über die Zeit, glaube ich, eine andere Farbe. Hier sind auch schon irgendwelche Rohre angebracht, wo dann, keine Ahnung... Da musst du später so reinpusten, damit das so Jacuzzi ist. Wie lustig wäre das denn? Der Poolboy wird zum Jacuzzi-Blubbern engagiert. Du, mein Schatz. Okay, alle haben gerade was anderes gedacht. Ich finde das verletzlich, dass die Leute da einfach, also dass es unsere Zuschauer sind, ist ja cool, aber ich erinnere mich noch, als wir dieses Haus hier gebaut haben, ne, hier waren sogar die Fenster verriegelt. Ne? Die sind hier reingekommen und haben hier einfach so eine ganze Wand eingeschlagen. Ne? Was? Ja. Wie eingeschlagen? Die haben hier gesoffen und sowas und dann haben die einfach eine Wand hier eingeschlagen. Sind die komplett Und dann musste das neu gemacht werden. Ja? Stell dir vor, da kommen irgendwelche Spastis dahin und machen das dann kaputt. Aber ich glaube, auf Lombok gibt es halt nicht solche Spastis wie in Polen. Aber in Deutschland könnte ich mir das auch gut vorstellen. Das ist halt diese Jugend, die dann anfängt zu trinken, die machen dann Bierflaschen kaputt oder keine Ahnung. Da unten waren wir auch letztens am Strand, da war eine Treppe, wo wir auch dachten, das war eigentlich so ein Erinnerungsspot. Da wurden Leute früher hingerichtet, da war so eine Tafel, da war einfach überall Flaschen, alles kaputt, wo du dir auch denkst, warum? Meine Mama meinte auch, ja, die sitzen hier, trinken und danach, was macht man mit so einer leeren Flasche? Machst du die kaputt? So richtig dämlich sowas, ne? Okay, so ein Hinrichtungsort ist natürlich schon ein weiter Weg als Vergleich zu einem Haus. Ja, aber ich meine einfach grundsätzlich dieser Vandalismus, diese Hauptsache irgendwas kaputt machen, auf Suff nicht nachdenken, weißt du? Aber dass das irgendjemand irgendwann mal wegräumen muss oder dass wir so einen Schaden haben, dass wir wieder ordentlich Geld das interessiert die Leute halt währenddessen nicht, während sie das kaputt müssen. Machen. Aber das ist auch ganz, das ist eine ganz interessante Sache. Lustig. Vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder noch länger, in Taiwan gab es halt überall schon so riesen Displays in der Stadt, wo die halt auch Werbung gemacht haben für nicht nur Plakate, solche Displays, sondern wirklich digitale Displays, wo Sachen angezeigt wurden. Zu dem Zeitpunkt konnten die das in Deutschland alles noch gar nicht machen, weil da immer alles kaputt gehauen wurde. Also egal, wenn die da irgendwas hingestellt haben, wurde direkt kaputt gemacht. In Taiwan gibt es das schon seit gefühlten 100 Jahren, wo ich mir dann denke, wie fortschrittlich sind die, beziehungsweise wie weit sind wir hinten dran, dass wir sowas auf den Straßen nicht haben. Ich dachte mir auch damals, wo ich in Rom war, dass da auch zum Teil so wunderschöne Fassaden von alten Häusern sind, was halt auch nicht umzäunt war. Ja. Ich auch dachte, in Deutschland, die würden das einfach mit Graffiti vollsprühen oder keine Ahnung was, gegenpissen, I don't know. Mhm. Aber diese Wertschätzung zu der Kultur und zu dem Ganzen ist einfach nicht da, was super traurig ist. Ne? Ja, ist crazy, dass es so unterschiedlich ist, ne? Kannst du auf jeden Fall nochmal an aus. Alter, ist ja einfach dunkel, das Bild. Oh, geil! Cool, ne? Das ist das kommt auf jeden Fall hier auf unsere Villa Chibo-Seite. Das ist ein geiler Shot. Das ist ein mega nicer Shot. Das ist da unsere... kriegt man richtig Bock zu rutschen. Das ist unsere Betonmische hier. Also, unsere kleine Maus kann da schon runter. Wir werden das einfach stehen lassen. Ne? Und dann kann... Habe ich den Namen einfach gedroppt. Nee. Ich habe es ausgepiept. So gerade der Blick. Wir fangen die Maus nämlich schon an, mit ihrem Namen zu nennen. Und das ist voll schwierig, ne? Ich merke das selber. Das ist von der Stelle, wo wir angekündigt haben, dass wir auswandern, glaube ich. Dieses Sandplateau mit dieser einen Bambushütte hier auf drauf. Mega geil. Das war da, wo Chen gesagt hat, Freunde, wir müssen es euch sagen. Wir wandern aus. Ja, so habe ich es nicht gesagt. Doch. Ich könnte sehr gerne nochmal das Best of 2018 gucken. Da ist das nämlich auch. Ich habe das nämlich so oft schon gehört. Oh, genau diese Passage mit seinem Asiatenbart. Der war wirklich schlimm, ey. Ich muss sagen... Geile Fotos. Wunderbare Fotos. Also. Aber ich wollte hier noch sagen, dieses Gebäude wirkt von hier einfach unfassbar klein. Ja. Denkst du, was bauen die sich da für eine kleine Holzhütte hin? Ja, aber der ganze Berg, also man sieht ja auch einfach nicht der diese Mount Dimension. Everest. Ja, ja. Das ist ja grundsätzlich, ganz Tampa Hills ist einfach so, so riesig. Das ist einfach verrückt. Das ist halt wie so ein Heidepark-Resort. Ja, ja. So.
Das Stage ist jetzt ein eins. Schlechter Vergleich. Stage aber eins. Doch, aber ich finde es immer so krass, wenn man so eine Mappe hat. Darauf freue ich mich eigentlich auch in der Welt. Hier habt ihr so diese Achterbahn, da habt ihr so diese Area, da habt ihr das. Man kann ja ganz kurz nochmal einblenden den Fortschritt von den Sport Facilities. Das war nämlich in dem aktuellen Tampa Hills Newsletter, was Jacob gestern rumgeschickt hat. Und hier sehen wir einmal die Sport Facilities. Paddling Tennis ist so gut wie, also fertig will man es nicht sagen, aber es nimmt schon extrem Form. Ja, ist schon heftig. Also schon bald können die ersten Turniere gestartet werden. Und da steht auch in dem Newsletter, die freuen sich auf jeden Fall, wenn die Leute vorbeikommen, einfach nur zum Spielen. Ne? Ja, sagt Bescheid, wenn ihr auf Lomski seid, dann treffen wir uns mal in der Sport Facility. So, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls auch ihr gegrüßt werden wollt, dann ballert eure Frage oder euren Kommentar mit diesen Hashtags in die Kommentare. Wir freuen uns sehr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Euch noch einen wunderschönen Sonntag. Liken und sowas, ne? Ihr wisst alles Bescheid. Abonnieren. Keine Ahnung, ne? Supportet ist, uns. Ist auch alles ein bisschen aus dem Ruder. Immer das Unser Gleiche. Hirn funktioniert noch nicht so ganz. Ja, Tage warum waren anstrengend. Mein Hirn nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ah, doch, du hast eine sehr große Bürde gerade zu tragen. Lasst einen Support da für Sabibu. Ja. Unsere kleine Maus. Und wir sehen uns schon bald wieder, denn morgen geht's zurück und danach startet die Reise direkt weiter. Wir können, ja schon mal verraten, es geht wieder auf internationales Territorium und aber wir haben nur einen Kundentermin, also das ist jetzt keine Reise oder so. Ja, aber dieser Kundentermin hat auch was mit der Villa Chibu zu tun. Ja. Und wenn das funktioniert, dann werden wir das natürlich auch für euch dokumentieren. Soundsystem und so. Okay, tschüss!